So Leute, wir sind hier in Servarium mit der Walmet RK-62, müsste das sein. Müsste auf jeden Fall der richtige Waffenname sein. Ein richtig nices Sturmgewehr. Ich mag die Nachladeanimation sehr. Die Waffe hat eine sehr coole Nachladeanimation. Sie ist sehr stark, sehr präzise und sehr tödlich. Eigentlich so eine meiner Top 5 Sturmgewehre in dem Spiel. Ob es großartig welche besseren gibt, na, ein paar. Aber ich würde sagen, die hier, obwohl die gar nicht mal ist. Ich glaube, die ist vom Tier, von ihrer Tierstufe eher in der Mitte eingerankt. Und ich sehe sie aber eher relativ weit oben. Und spiele sie auch gerne. Also ich spiele ja viele, vor allem der Level 1er Tierwaffen, gerne nochmal im High-Level-Bereich, weil nur weil die Tier 1 ist, heißt nicht, dass es gleich eine schlechte Waffe ist. Und das sehe ich immer wieder, wie eine Tier 1 Waffe, eine gute Tier 1 Waffe, auch im High-Level-Bereich, die Gegner noch rasiert. Also das ist teilweise echt übel, wie stark manche Tier 1, Tier 2 Waffen gegen Tier 5 zum Beispiel noch sind. Ich muss immer wieder umdenken, weil das ging ja schon damals über Tier 10. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tierstufen es waren. Ich habe 15 in Erinnerung in der Alpha. Weiß ich aber nicht mehr, da ich ja, ich spiele das Spiel ja seit Alpha. Habe es dann jetzt mit in die Beta verfolgt und so. Also ich spiele es eigentlich sozusagen seit es Servarium gibt. Ich habe zwar nicht direkt bei der ersten Alpha-Key-Welle welche bekommen, aber ein Kumpel hat bei der ersten Alpha-Key-Welle welche bekommen und ich war bei der vierten, fünften oder sechsten Welle dabei. Und seitdem spiele ich dieses Spiel. Es war immer auf meinem. Ich habe seitdem es angekündigt wurde, es immer verfolgt. Und auf meinem alten Kanal Remske, da wurde ich auch unter einem Video mal geflamed dafür, dass ich ja keine Ahnung von dem Spiel habe. Und dass ich ja erst seit der Beta dabei sei, aber er hat halt eins der Beta-Videos geguckt. Ich hatte sogar noch eine Alpha-Playlist auf dem Kanal. Ich habe das Gefühl, manche Leute wollen sich auch nicht informieren, sondern gucken sich ein Video an und beurteilen mich denn darauf, dass ich mit einer SVD und einer UMP gespielt habe. Was für mich kein ausschlaggebender Punkt ist, warum ich ein Noob sei. Weil ich zwei effektive Waffen für den Nah- und Fernkampf dabei hatte. Ist jetzt ja auch egal, darüber wollen wir gar nicht erst reden. War ein interessantes Gameplay. Also das Gameplay an sich war gut. Mein Commentary war ja mies, so wie dieses hier auch. Aber wird mir nur besser mit der Zeit. Sagen wir mal so, Kritik und Feedback ist immer erwünscht. Kann ich gebrauchen. Andersweitig kann ich mich auch nicht verbessern ohne Kritik und Feedback. Weil davon sind wir ja abhängig, um solche Fortschritte zu erzielen. Ach ja, ich habe hier eine Pistole dabei. Sieht aus wie die 1911. Schöne Pistole, macht gut Damage. Die M1911, die ist echt übel. Muss ich sagen, die hat so einen Horsekick. Also die tritt wie so ein Pferd, also wow. Wobei, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag sie nicht wegen diesem extrem kleinen Magazin. Ich glaube, das ist ja ein 7-Schuss-Magazin, ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich bevorzuge da schon eher die semiautomatischen, also die semiautomatischen anderen Pistolen, die mit so 12 bis 14 Schuss-Magazin kommen. Vielleicht auch die ein oder andere vollautomatische oder Burst-Pistole, aber sind wir ganz ehrlich, 7 Schuss im Magazin ist für eine Sidearm vielleicht okay, aber ab dem Moment, wo es denn dahin geht, dass ich meine Hauptwaffe leer habe und dann zu einer Munitionskiste kommen muss, da will ich doch lieber ein bisschen mehr Munition im Magazin haben, um diesen Weg auch sicher zu bestreiten. Nach einem Gegner muss ich sozusagen schon nachladen, wenn er noch ein zweiter kommt. Kann das sehr kritisch werden. Und genau das ist das Problem. Es sollte ja nicht kritisch werden. So, es sollte ja vermieden bleiben, diese kritische Situation, dass ich dann halt nachladen müsste mit der Zweitwaffe, wenn zum Beispiel zwei Gegner vor mir sind. Ich sollte dann genug Munition wenigstens drin haben, um beispielsweise gegen besagte beiden Gegner anzukommen. Drei Gegner auf einmal sieht man selten, weswegen das kein Problem ist, wenn es denn mal drei gibt, aber alles wie zwei sollte man schon mit der Zweitwaffe dann besiegt bekommen. So sehe ich das, so würde ich das sehen. Was ich halt cool finden würde, wäre es, wenn Schrotflinten zum Beispiel wie eine Pistole agieren könnten. Aber ich finde, ja gut, man kann natürlich eine Schrotflinte einfach mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass man vielleicht sogar
zwei Primärwaffen-Slots hat und vielleicht für eine kleine Waffe. Pistole und dann zwei große. Oder dass man, wenn man so eine kleine Schrotflinte hat, so eine abgesägte, dass man die vielleicht als Pistolen-Slot benutzen könnte. Das wäre ein cooler Wunsch von mir. Muss natürlich nicht sein, dass ich Sniper, Maschinenpistole, vielleicht noch eine Pistole oder eine Schrotflinte. Das wäre wahrscheinlich aber wiederum way too much an Equipment, was man denn dabei hat. Da sollten wir doch eigentlich lieber so bleiben, wie wir jetzt dabei sind. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Remske. Haut rein. Ciao, ciao.